Ich bin ein Geldgeier, spiele bei Paris. Ich denk mal, das reicht aus für die Tipps heut. Wer bin ich? Ja, wer kann ich wohl sein? Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum 13. Türchen des Ravensburger 3D Puzzle Bundesliga Adventskalender. Sind immer so viele Wörter, die ich hier am Anfang des Ravensburger Adventskalender Bundesliga Adventskalender Videos raushauen muss, Leute. Das 13. Türchen ist am Start und das ist das 8. Das ist der 8. Platz. Ich wollte das 8. Türchen sagen. Es ist der 8. Platz und das 13. Türchen. Und welche Vereine fehlen jetzt eigentlich noch? Hannover? Leipzig, Hertha, Augsburg fehlt. Boah, mir fallen jetzt eigentlich vor lauter Schreck jetzt nicht mehr die ganzen Vereine ein, ja? Wer fehlt noch? Dortmund haben wir eigentlich schon am Start. Gladbach fehlt auch noch. Also wir lassen uns überraschen, mal gucken, wer hier auf Platz 8 stehen wird, laut Ravensburger, Leute. Laut Ravensburger steht auf Platz 8. Wer ist das? Ein blauer Verein. Kann das die Hertha sein? Nein, das ist lila, das ist Leipzig, Leute. Und so wie ich spekuliert habe, ich habe es echt spekuliert, dass Dortmund, Bayern, Leipzig in einer Reihe sind. Und Leipzig ist echt laut Ravensburger auf Platz 8. Also Ravensburger, also ich weiß nicht, wen ihr da hinsetzt, um die Tabelle zu machen. Aber nächstes Jahr, wenn ich mir den Adventskalender wiederholen sollte, macht mal wirklich eine ordentliche Tabelle. So wie ihr denkt, so wie die Tabelle vielleicht oder so wie die Bundesliga ausgehen könnte, so kann man doch die Tabelle oder die Puzzle quasi platzieren. So würden es die Zuschauer besser finden, denke ich mal. Denkt mal nicht, dass ihr jetzt wirklich denkt, dass Hoffenheim Meister wird. Oder dass Dortmund auf Platz 10 endet. Also Dortmund 9 und Bayern Platz 10, so rum. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Zack, ein bisschen ranzoomen. Dann erstmal wieder alles umdrehen hier und dann werden wir schön zusammenpuzzeln, Leute. Und das macht echt Spaß, muss ich sagen. Das macht echt Spaß. Vielleicht, Leute, habt ihr mal Lust auf einen Ravensburger, so ein anderes 3D-Puzzle? Vielleicht, ich habe schon mal nachgeschaut, es gibt das Brandenburger Tor zum Beispiel. Habt ihr Lust drauf? Ihr könnt es mal unten in die Kommentare schreiben. Da werde ich natürlich nicht nur die ganze Zeit eine Zeitrafferaufnahme machen, sondern wir werden die ganze Zeit das Brandenburger Tor zum Beispiel oder keine Ahnung, was es da noch gibt, zusammenpuzzeln. Habt ihr Lust drauf? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und jetzt gibt es erstmal eine Zeitraffer. RB Leipzig komplettiert, Leute. Und RB Leipzig kommt mit in die Reihe von Dortmund und Bayern. Und wenn es jetzt so deuten würde, würde ich die drei Vereine quasi eine Reihe nach oben rutschen. Dann wäre es halbwegs realistisch, sage ich mal. Auch wenn ich Dortmund, ja, Platz 9 ist für Dortmund eigentlich fast dieses Jahr realistisch, ne? Muss man abwarten, wie Dortmund mit Stöger reagiert, auf jeden Fall. Ja, aber Bayern Platz 10, wir können sagen, was wir wollen. Meine Wunschtabelle und meine realistische Tabelle gibt es auf jeden Fall auch nochmal am 25.12. oder am 26.12. Ich weiß nicht genau, wann das Video kommt. Das war es auf jeden Fall hier heute mit dem 13. Türchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Teilt das Video mit euren Freunden. Haut rein und tschüssi.